Guten Morgen. Ich bin wieder in Ungarn. Vielleicht hat sich schon rumgesprochen. Es war eine recht kurzfristige Entscheidung. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich runterfahren muss, aber ich muss einige bürokratische Dinge hier regeln. Und einige von euch haben sicher den Video gesehen, dass Natalias Fans sogar schon nachts kommen. Erstens ist Ungarn ein freies Land. Ich kann die Straße nutzen, die ich möchte. Zweitens war ich laut Google Maps auf der Suche nach einem neuen Schlafplatz. Und zum Dritten, wie alle ja wissen, schuldet die Natalia mir immer noch Unsummen Geld. Und da möchte ich bitte wissen, wo sie sich aufhält. Und nachdem ich erfahren habe, sie ist umgezogen, nachdem sie selbst mehrfach gesagt hat, sie möchte abtauchen, sie möchte nicht mehr entdeckt werden, muss ich natürlich, wenn ich schon hier bin, auch gucken, wo sie sich denn versteckt. Ja, Hut ist dabei für alle Fans von meinem Hut. Ich habe ja selbst keine Fans, aber wenigstens mein Hut hat Fans. Und ja, und dann bin ich gestern eben mal anstatt rechts, Entschuldigung, anders, rechts und links, das andere links, bin ich gestern mal rechts statt links abgebogen. Da endet die Straße aber in einem Waldstück, wo ich dann nicht übernachten wollte, weil ich die Natalia am Straßenrand gesehen habe, wie ihr alle in dem Video gesehen habt. Und das war mir dann zu kritisch, weil die Alex ist ja hier und wenn die Natalia Zeugen hat, wenn sie Hunde hat, fühlt sie sich immens stark. Und da möchte ich ihr nur in der Öffentlichkeit unter Zeugen begegnen und nicht irgendwo allein, wo die beiden dann behaupten können, was sie wollen. Es war ja dieser Betrug mit einer falschen E-Mail. Sorry, ich schaue noch ein bisschen verknittert aus. Ich war jetzt die erste Nacht hier und die Fahrt war anstrengend. Ja, und da hat sie ja auch eine gefakte E-Mail, in der Regina angeblich eine Falschaussage zugegeben hat, verwenden wollen für den Prozess mit Django und was auch immer sie noch für falsche Aussagen gemacht hat. Auch mit dem Pfefferspray damals, die Verhandlung ist noch nicht durch hier in Ungarn, wo nachweislich Zeugen da sind und Videoaufnahmen, dass ich nicht die Natalia mit Pfefferspray angesprüht habe. Sie hat mich aber deshalb angezeigt und da kommst du ins Gefängnis und so weiter. Und das ist eben der Grund, warum ich ihr nicht begegnen möchte, wenn sie mein Auto in der Nacht filmen möchte, wenn sie Verfolgungswahn hat, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum sie an der Straße stand. War es Zufall? Wurde sie informiert von ihrem anderen Nachbarn, der ihr auch die Tiere versorgt, der wohl auch den Benji versorgt hat? Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber gestern hat, ich gehe davon aus, es ist Benji, weil es war eine weiße Bulldogge, französische, wurde mir gesagt. Und ich war gestern einige Zeit in Waschbür und der Hund hat nahezu dauerhaft heiser, typisch eben französisches Bulldoggenbellen, gebellt aus der Richtung, wo der Zwinger war, wo auch Armani eingesperrt war. Armani hatte sie gestern dabei und noch was Kleineres, ich habe es nicht genau gesehen, ist jetzt auch nicht relevant. Aber ich finde es sehr merkwürdig, dass der arme Benji den ganzen Tag eingesperrt ist im Zwinger und kein Mensch da ist. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen, wie gesagt. Ich persönlich möchte wissen, wo mein Schuldner wohnt. Definitiv. Ich muss eine Adresse wissen. Ich muss wissen, wo sie sich aufhält. Ich werde nicht zulassen, dass sie abtaucht, bevor sie meine Schulden bezahlt, also ihre Schulden an mich bezahlt hat. Und ich möchte auch ganz gerne wissen, wo sie weiterhin arbeitet, einfach um im Kanal Aufklärung betreiben zu können. Das kommt davon, wenn man zwei Sachen auf einmal sagen will. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Ihr seid informiert und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.